Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Lasst euch nicht von dieser fröhlichen Musik täuschen. Hier ist es eisig kalt und das ist kein Spaß. Immer bereit sein, wenn die Pflicht ruft. Jede Herausforderung annehmen. Das ist die richtige Haltung für einen Trainer. Ja, das stimmt. Nur nach 15 Trainer Nummer 2. Saskia. Keiner kalt, ja, das ganze Gebiet. Ein Enteron, ein Wasser-Pokémon im Schneegebiet. Sieht man auch nicht alle Tage. Weil das ganze Wasser müsste ja eigentlich eingefroren sein. Enteron müsste ja eigentlich krumpel zittern. Es steht ja aber so, aber als wäre es irgendwie voll warm. Ich weiß nicht, ob Schnurgas ein dolles Fell hat, dass es sich gut einkuscheln kann, aber könnte sein. Ich hoffe, es war kein Fehler, jetzt anzugreifen. Ich hoffe, ja, nice. Das war kein Fehler. Wir haben einen Grund hier zu seinem Schneegebiet. Und zwar sollen wir nach oben zum See der Stärke. Oh, Kreuzschere. Der Anwender führt eine Attacke aus, die einer Scherenbewegung ähnelt. 80 Damage. Eine Rakete macht 2 bis 5 mal hintereinander. Hat aber auch nicht 100%ige Genauigkeit. Aber ihr wisst, ich gehe lieber auf den Damage. Kreuzschere ist eine schöne Attacke, die behalte ich. Yeah. Aua, der Hagel trifft. Mogelbaum. Na, den können wir mal schon bewässern, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie lang diese Route ging zur Stadt da oben, nach Blizzach. Das ist ja die nächste Stadt. Aber ich meine, es hat sehr lang gedauert. Also ihr könnt euch drauf gefasst machen, dass wir in dieser Folge das nicht mehr schaffen werden, dann oben nach oben zu kommen. Vielleicht in der nächsten Folge auch nicht. Ich meine wirklich, es war so lang die Route. Aber vielleicht habe ich das auch verwechselt. Aber ich meine auf jeden Fall, hier mal sehr viel Zeit verbracht zu haben. Nassschweif. Anwender attackiert mit dem Schweif, als ob dieser eine brutale Welle in einem tosen Sturm sei. Es ist stärker als Kaskade, aber es hat nur 90% Genauigkeit statt 100%. Also schwierig. Ja, gut, das ist echt schwierig. Ich mache aber trotzdem, glaube ich, Kaskade dafür weg. Gib mir den Damage Boost! Aber bei Pokémon ist es halt wirklich so, 90% ist direkt 50% gefühlt. Aber mal gucken. Mal gucken, ob es im Endeffekt mir hilft oder mir nur schadet, weil ich nicht angreife. Wir werden sehen, bei diesem Ponita zum Beispiel. Das müsste ja eigentlich, ja gut, ist trotzdem nass. Trotzdem kalt. Aber es müsste mir trotzdem, ach, kein, was ich labern wollte. Es müsste ja eigentlich schön leben können, auch wenn es hier kalt ist. So wollte ich es ungefähr sagen. Egal. Vor allem ist diese Route so lang, weil man... Oh, gleich. Wie enttäuschend! Ja, dass du verloren hast. Ja. Nee, war eigentlich vorhersehbar. Man kann sich vorbereiten, wie man will. Wenn es nicht läuft, dann läuft es einfach nicht. Nee, was ich sagen wollte, ihr seht schon, ich stecke hier wieder so ein bisschen im Schnee fest. Und je weiter wir in die Route reingehen, desto mehr Schnee ist dann. Wir werden immer mega langsamer. Fährst du noch Pflug oder kannst du schon Schwünge ziehen? Was? Ich bin kein Skifahrer. Ich bin einfach nur auf dem Weg zur Stadt. Charles, lass mich bitte durch. Oh, das ist Liebel. Ein richtig cooles Pokémon ist Liebel. In irgendeinem Let's Play werde ich auch Sneeble mit meinem Team tun, weil ich finde das Pokémon so cool und ich wollte schon immer im Team haben. Hab's bisher noch nie in meinem Team getan. Aber ich mag Sneeble. Auch die Weiterentwicklung ist die Buda. Sehr, sehr cool. Eis, aua. Ziemlich kalt. Na gut, ich muss eigentlich Schnurgas gar nicht mehr vorne haben. Eigentlich kann ich auch Scorpion nach vorne tun. Vor allem jetzt, wo der eine neue Attacke erlernt hat. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube, Tricky hat hier wirklich die besten Karten. Weil Feuer-Pokémon, Eisgebiet. Sneeble sieht vielleicht nicht so aus, aber es ist ein Eis-Pokémon. Wir werden wahrscheinlich hier noch öfter Sneeble sehen.
Ich will mal Kreuzschere einfach mal einsetzen. Einfach mal was neu haben. Und vor allem auch, weil es bei Sneeble sehr effektiv ist und ein Crit hervorruft. Ich hätte nicht gedacht, dass du Profi bist. Im Skiwandel? Du gehst ja auch beim Pokémon-Kampf richtig in die Kanten. Okay, in die Kanten? Ja, ja, gut, ja. Nein, ich wollte nicht so Scorpio nach vorne tun. So. Und hier ist ein Haus. Kann ich hier heilen? Hütte Flockentanz. Ein warmes Bett bringt warme Füße. Oh, hier kann ich heilen. Ey, sieht voll cool aus, die Grafik hier. Alles so eingestellt ist. Wenn du magst, kannst du dich ja ausruhen. Diese Hütte hat zwar schon mal bessere Zeiten gesehen, aber fühlt sich trotzdem wie zu Hause. Danke. Im Unterschied zu manchen Pokémon habe ich keine Speckschicht, die mich warm hält. Deshalb trage ich mehrere Schichten Kleidung übereinander. Moment mal. Moment. Ja, ich wollte gerade sagen, Speckschicht, das ist die Fähigkeit von meinem Schnurrgast. Das Pokémon wird von einer dicken Fettschicht geschützt, was den durch Feuer- und Eisattacken erlittenen Schaden halbiert. Sehr schön, wenn ihr mich fragt. Ich würde gerne schlafen, ja. Wow, schade. Ich dachte, da geht jetzt einfach rein, der Charakter. Einfach nur daneben stehen, da schlafe ich schon. Normal. Und willst du kämpfen? Na, natürlich. Ich kämpfe nie zum Spaß. Dies ist keine Übung. Okay, bin ich in dein Territorium geraten? Ups. Oh, er hat drei Pokémon, er meint's ernst. Kasimir mit Pantimos. Ich weiß nicht, irgendwie Pantimos sieht man immer sehr oft in Schneegebieten. Kann das sein? Vor allem auch so ein Gala. Aber auch hier. Giftstreich. Haha, just a prank. Ciao. Stellt euch vor, ihr macht so einen Urlaub hier in so einem Schneegebiet. Auf einmal seht ihr so ein großes Skorpion, was einfach alle Monster, die hier rumlauern, einfach so one-hittet und dann so rumschreit. Haha, das ist ein Prank. Ich stell mir das gerade vor, das ist irgendwie lustig. Keine Ahnung. Bam. Ja, war mir klar, dass das hier one-hittet. Okay, es war nur Abschlag. Ja, mein Item ist weg. Aber nach dem Kampf meine ich, habe ich es wieder dran. Aber jetzt habe ich das Item halt nicht mehr. Was hat mein Item nochmal gemacht? Vergesst, was die Brille macht. Es hat auf jeden Fall was Positives getan. 100%. Weiteres Sneeble. Ja, das pranken wir mal ganz kurz. Obwohl, nee, wir müssen die Käferattacke einsetzen. Die ist nämlich sehr effektiv. Kreuzschere. Nice. Obwohl Pion Draghi so ein bisschen kleiner ist, ist es für mich groß genug gerade. Oh, gute Arbeit, das war ein exzellenter Kampf. Danke. Wenn du Kämpfe nicht ernst nimmst, wirst du sie unnötig verlieren. Da hat er schon recht. Also manche Trainer sollte man auch wirklich ernst nehmen. Vor allem ist es immer wichtig zu wissen, was kann das gegnerische Pokémon alles. Das ist immer ein großer Vorteil, wenn du das weißt. So, und jetzt sind wir in Route 217. Und hier gibt es einen großen Hagel, riesigen Hagel. Wir können doch kaum was sehen. Auflockern wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Diese Kälte kann sich mit dem Feuer in meinem Herz nicht messen. Okay. Eine große Leidenschaft fürs Kämpfen hat der Typ. Raichu. Jetzt hast du Respekt von mir. Wenn du einen Raichu hervorbringst, dann hast du Respekt von mir. Aber ich werde dich trotzdem auslöschen müssen. Prank, Bro! Nein, Statik! Oh, hätte ich wissen müssen. Nein! Jetzt bin ich paralysiert. Oh, Fiki will unbedingt kämpfen, glaube ich. Er macht sich schon so aufmerksam. Hey, ich hab Level Up, komm, du willst mich kämpfen lassen. Kann ich nicht, da ist ein Pelipa. Den willst du nicht downkriegen. Ist ein Wasser-Pokémon. Was auch immer das hier macht. Pelipa in einem Eisgebiet. Passt nicht so sehr. Egal, hau ab, stopp.
Oh, es hat noch überlebt. Aber Hagel trifft uns beide. Nächste Runde bist du down. Eine Attacke kannst du zwar noch machen, aber das wird dir nicht helfen. Das wird mich nicht down kriegen. Aber es wird sehr viel Damage machen. Nein, die Paralyse. Ich habe so gehofft, dass die Paralyse mich nicht down kriegt. Oh. Ja, muss ich jetzt rauswischen. Ich habe halt nichts Effektives gegen Pelipper, sehe ich gerade. Ja, das ist ein bisschen mies jetzt, ne? Dann kommt Chelterra, dann machst du das einfach. Du kriegst das schon hin. Auch wenn er Flugattacken hat. Du bist ein krasser Tank. Genau. Schrei rum, weil du dich freust, endlich mal wieder auf meiner Seite zu sein, oder? Deshalb schreist du auch so rum, hab ich recht. Ich meine, ab hier können doch. Also, das ist hier so ein Gebiet, wo auf der Overworld die Pokémon einen nicht mehr hinterherlaufen, weil es halt so kalt ist. Was? Verwählt? How? Oh nein, er hortet. Oh nein, er hat was Schlimmes vor. Oh, ich habe böse Vorahnungen. Komm, ich muss ihn jetzt oder nie besiegen! Yes! Was hast du noch? Was hast du noch so für Pokémon? Popotas. Er hat ein Popo und ein Tass. Er hat ein Popo und das ist Tass. Krass. Sein Hippo ist krass. Er hat ein Popo auf seinem Gesicht. Krass. Tass. Das ist krass. Ein Hippopotas. Das wird aber nicht helfen. Hätte es sich entwickeln sollen, mein kleiner. Bam. Jede. Ha. Der Popo war wohl doch nicht so krass. Das war nicht krass. Das Feuer in deinem Herzen ist so stark wie das Feuer in meinem. Okay. Wo kannst du das erkennen? Na, manchmal klart es halt auf. Die Aussicht verschlägt einem dann glatt die Sprache. Okay. Cool. Ich sollte das erstmal heilen, bevor wir weitertreten in diese eisige Kälte. Ein paar Supertränke zum Trinken geben. Macht Sinn. Zack. Den Paraheiler, den ich hier habe. Nicht bei dir. Bei dir. Gut. Oh mein Gott, ich kann hier kaum was erkennen. Ich weiß nicht, ob hier wilde Pokémon kommen, aber es kann gut sein. Ah, ich dachte, du wärst ein Stein. Wusch! Mich zu entdecken erfordert enorme scharfe Augen. Dann habe ich wohl sehr scharfe Augen. Sehr scharfe. Weil ich habe dich entdeckt. Aber ich habe nicht gedacht, dass du ein Ninja wärst. Ich habe gedacht, du wärst ein Stein und bei dir gäbe es ein Item. Tatsächlich. Habe ich das gedacht. Da hast du mich ausgetrickst, mein Kleiner. Gut gemacht. Ups, sorry für den kleinen Cut. Aus Versehen habe ich die Aufnahme geschlossen. Ups. Das war mein Fehler. Ich habe mir rüber zu geswitcht zu Tricky, aber er hat mich leider vergiften können. Mehr weiß ich gerade auch nicht mehr. Zum Glück habe ich es sehr schnell realisiert, dass ich das getan habe. Bewundert mein neues Outfit. Tricky. Warum bewunderst du denn mein neues Outfit? Gefällt dir das? Findest du, ich sehe gut aus? Lass mir das, wird ein bisschen unangenehm langsam. Aber ich bedanke mich für dein Kompliment. So, Glibunkel. Ich bin sowieso schon vergiftet, also why not? Komm. Ich fackel euch alle ab hier. Ich heiz euch beim Bissen auf. Ich glaube, da habt ihr auch nichts dagegen, oder? Gibt es noch mehr Gegner von euch? Wahrscheinlich nicht, oder? Golbat, okay. Ich bin Golbat hier. Du haust auch mal schön ab hier, ja? Flammenwurf. Statt dass wir so einen Strahl schießen, schießen wir so ganz normal wie so ein Flammenwerfer. Heißt ja auch Flammenwurf, aber. Keine Ahnung, egal. Und noch ein Zubat. Und noch ein Zubat und noch ein Golbat und noch ein Skunkapu und noch ein Charmian. Du bist wirklich einfach hier der.
0815 Trainer. Das ist diese Rüpel von Team Galactic. Toll. Level up. Meine Schwachstellen hast du auch gleich durchschaut. Tja, das war nicht schwer. Ich spiele gerne mit meinem Pokémon, selbst wenn ein Blizzard tobt. Krass. Ich zeige dir die Techniken, die man mir in der Skischule eingetrichtert hat. Gott, hier ist ein riesengroßes Areal mit vielen Trainern. Ich weiß, dass ich die immer geskippt habe, die Trainer, damit das schneller hier vorbeigeht, aber... Wie ihr wisst, ich will alles zeigen. Und deshalb versuche ich, jeden einzelnen Trainer im Spiel zu besiegen. Falls ich welche vergesse, dann vergesse ich welche. Ups. Aber... Ich denke, so die meisten zeige ich. Geht. Arme kleine Bäumchen. Arme, arme kleine Bäumchen. Habe ich einfach so geprankt. Oh. Noch ein Enteron. Wow, wow. Wow, wow. Ja, was geht? Oh, er darf anfangen. Wasserdüse. Oh, warte. Ach, wegen Wasserdüse. Okay. Letzte Standardattacke, die halt kaum Damage macht. Ich meine, mein Bäuerlin hat das auch, die Attacke. Ja, macht halt nicht so viel Damage, aber greift halt schnell an. Kann nützlich sein, aber als erste Attacke gegen einen Gegner macht das überhaupt keinen Sinn. Gut, außer du weißt, dass du direkt dann in dieser Runde noch down gehst. Aber ansonsten. Nice, level up. Schnippedickt. Yo, Bro, was geht ab? Yo, Bro, ich kann dich hier nicht gebrauchen. Eisbitter. Hau mal ab, ey. Kleiner Baum. Sei woanders ein Baum, nicht hier. Der Arme. Egal. Komische Sounds, die machen. Aber nicht mein Problem. Noch ein. Noch ein kleinen Baum. Ja, sorry, Baum. Du musst genauso wie deinen kleinen Kumpanen auch abhauen hier. Ciao. Ganz ehrlich, die Kämpfe sind aber trotzdem interessanter als sonst, weil die haben andere Pokémon. Ich kann es nicht fassen, meine Techniken haben versagt. Haha. Ich hätte mich lieber in einer Schule für Pokémon-Trainer anmelden sollen. Ja, hättest du wohl machen sollen. In Jubelstadt gibt es eine, da könntest du hin. Hi. Schreckst du dich hier? Regentage deprimieren mich irgendwie. Fällt hingegen Schnee, bin ich einfach nur überglücklich. Ich weiß, aber wir werden mich alle hassen. Aber ich mag sowohl Regen als auch Schnee. Da bin ich bei beidem glücklich, wenn ich beides sehe. Ich weiß nicht so. Knallsonne mag ich persönlich nicht. Aber wenn es regnet, Regen ist eine coole Atmosphäre. Und Schnee ist das Beste. Also wirklich, Schnee liebe ich. Aber ich meine, wir sind hier in Deutschland 2022. Wann schneit es mal? Die Bedingungen waren alles andere als gut. Wieso ist doch geschneit? War ein Problem. Hat dein Pocket die passende VM-Attacke, um die Klippe zu erklimmen? Hä, was? Warte mal, was? Brauche ich hier irgendwas? Oh Gott, wie tief wir jetzt sind. Wenn wir nochmal nach unten gehen, aber hey, für cool, dass das hier bleibt alles. Das war aber auch genau nicht so. Hier, wir sind nur so mit den Füßen drin, aber hier, plopp, oh, so tief. Wir können hier ein Muster bilden. Wir können den Kreis machen. Und jetzt machen wir dann einen Strich rein. Oh mein Gott. Jetzt ist es das Smash-Logo. Cool. Was steht hier cool, weil es so kalt ist. Ja. Oh Gott, Alter, mein ganzes Gesicht, ey. Oh, ich muss mich hier durchbuddeln. Ein Item. Eisen. Gott, man kommt hier kaum raus, ey. Hier versteckt sich noch ein Ninja, bevor wir den machen. Wo ich bestelle das Item. Hagelsturm! Eine sehr geile Eisattacke. Ich will mir die ganz kurz anschauen. Zack. Hagelsturm für 5 Runden. Schaltet allen aus der Eisburg mal. Ah nee, das war eine andere Attacke. Oh nee. Hab ich mich verwechselt. Nee, Hagelsturm ist das, was wir jetzt hier gerade in dieser Umgebung haben, nur als Attacke. Dass wir das so als Attacke einsetzen können. Kann sowieso nur Tails und nein, danke.
Nee. Nein, danke. Kein Bock. Okay, let's go. Es gibt verschiedene Arten von Ninjas. Welche Art gehörst du an? Ich gehöre zu den Ninjas, die dich platt machen, kleines Kind. Du hast keine Chance. Kannst es dennoch gerne versuchen. Doch bedenke, du hast keine Chance. Keine. Nicht mal eine, dann keine. Und ja, ich sehe, dass ich angeschlagen bin und du Level 35 bist. Cool, immerhin werden die Gegner langsam ein bisschen höher. Schlage auch mein Item. Aber das wird mich nicht davon abhalten, dich trotzdem in deine Visage zu schlagen. Nein, ich werde nicht mal angreifen, ich werde rausswitchen. Mit Psycho-Attacken wird das hier ein Klatz. Aber ich sollte definitiv Trompfen hier irgendwann mal eine bessere Psycho-Attacke beibringen, weil die ich gerade habe, Psychostrahl, ist nicht ganz so die beste Psycho-Attacke, die man haben kann. Deshalb sollte ich das mal ändern irgendwann. Oh, wow, wieso kannst du mich treffen? Ich bin das dann Can't Hit Me in Pokémon. Das ist impossible, was du da tust. Wie ist das nur möglich? Jetzt reicht's mir, ey. Jetzt reicht's mir. Psychostrahl, weg mit dir, tschüss, Mann. Das höchste Level zum Pokémon Traumfugie hat sich immer noch nicht entwickelt. Oh Mann. Ein Golbat. Das lasse ich so nicht auf mich sitzen. Lass mich doch nicht von einem Golbat verscheuchen. Wie sehe ich denn bitte aus? Hä? Sag's mir! Kannst du nicht sagen. Oh, er lebt noch. Ja, gut, das macht auch keinen Damage. Toll. Ist jetzt down? Wegen dem Hagel? Ja. Yep. Haha. Kannst nichts gegen mich. Lass mich kurz die Level anschauen. Ja, ja. Schnurrgast und Scorpion müssen ein bisschen leveln. Ansonsten alles tippitoppi. Ich bin weder auf die eine noch auf die andere Art ein wirklicher Ninja. Naja, du siehst aus wie ein Ninja. Bist ein NPC mit einem Ninja. Ne? Ich frage mich, warum alle aufhören, Ninja-Jungen zu sein, wenn sie erwachsen sind. Hm. Die Entwickler haben einfach keinen Bock mehr. Kraxler? Warte, was? Dass du Kraxler über die App VM-Attacken ein kannst, du felsige Steinwände hinaufgetan. Hä? Das liegt hier einfach so rum, diese VM-Attacke? Das. Was? Hä? Was ist, wenn ich jetzt jemanden erlernen lasse? Und dann dieses Pokémon weg hab? Ja, dann hab ich verkackt. Nee, hä? Ich bin grad so Verwirrung. I am Confusion. Als ich mich durch den Schneesturm kämpfte, habe ich eine TM verloren. Sie enthielt die Attacke Kraxler, die könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Na nur, du hast sie gefunden. Aber jetzt kann ich sie dir unmöglich einfach so wieder wegnehmen. Du hast sie gefunden, also gehört sie dir. Ich hoffe, sie wird dir vom großen Nutzen sein. Und weil mir deine Ehrlichkeit gefällt, möchte ich dir außerdem noch das hier schenken. Eine Frosttafel. Versteckt Eisattacken. Zwei Schufen Materie. Zwei Schufen Materie. Drei Schufen den Geist. So gaben ihre Wünsche der Welt vor. Okay. Diese Frosttafel habe ich unter dem Schnee gefunden. Ich bin zwar kein Experte, aber sie sieht recht antik aus. Vielleicht ist sie ja so alt wie Sinnoh selbst. Ist das auch in Platin so gewesen, dass man die vor allem einfach so hier in einem Baum rumliegen sieht, sehen kann und einfach mitnehmen kann? Weil das ist ja echt irgendwie langweilig. Ich fahre seit meinem 5. Lebensjahr mit dem Pokémon-Ski. Cool. Dass du seit so jungen Jahren deine Passion gefunden hast, das ist doch schön. Diese Pose. Ich weiß, ich bin so toll, schon mit 5 Ski fahren zu können. Ja, das konnte ich zum Beispiel nicht. Oh, warte, hä, Merrill? Warum hast du einen Merrill? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Hau ab. Du passt überhaupt nicht rein. Nein, nein. Überhaupt nicht rein. Du. Aua, der Hagel killt mich noch. Ein kleines Piep, Piep. Das kann auch Schnurrgast alleine hinkriegen, oder? 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 Oder?
Vielleicht. Vielleicht. Leicht. 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 Komm, jetzt mach. Schmutz. Sei mal stärker hier. Los, Schnurrgas, du musst stärker werden. Ich finde auch die Art, wie man Schnurrgas schreibt, auch ein bisschen seltsam. Auch so speziell mit SH Schnurrgas. Aber es ist die deutsche Übersetzung. Ja, was heißt deutsche Übersetzung? Auf Englisch heißt das Pokémon Pure Ugly. Also richtig hässlich. Und auf Deutsch Schnurrgas, aber mit SH. Nicht mit SCA oder so. Nein, das ist voll komisch. Oh, warte, was? Tja. Hätte man entwickeln sollen. Die Landschaft verändert sich hier nicht wirklich. Verlaufet ja so nicht. Okay. Ich guck mich hier nochmal ein bisschen um. Hier ist zum Beispiel noch jemand, der sich im Kreis dreht. Er ist auf die Teleportern drauf. Wir Skifahrer können Mutter Natur durch die Sohlen unserer Skischuhe spüren. Cool. Cool. Rüdiger. Na, Rüdiger. Zeig mal, dass du drauf hast. Ah, wieder ein Wasser-Pokémon. Warum? Hä? Ich verstehe die Logik nicht. Und ich verstehe auch meine Logik nicht, dass ich nicht einfach mal aufhöre und meinen Pokémon heile. Warum mache ich das nicht? Ich werde gleich einen Beleber benutzen müssen, wenn mein Skorpion geht. Du wirst wahrscheinlich wird auch gleich passieren, weil ich sie vergesse. Ist das nicht richtig? Doch, hundertprozentig wird das gleich passieren. Schneebel. Komm, tu einfach Tricky rein. Beende das. Ja, man kann es vielleicht hören, aber ich spiele mit dem Nintendo Switch Pro Controller. Trademark. Ist schon ein bisschen alt. Kurze Review zu meinem Switch Pro Controller. Habe ich schon seit, weiß nicht, 2 Jahren oder so. Ich habe einen guten Eindruck von deiner Stärke bekommen. Das ist schon ein ganz netter Controller, aber ist neuer würde besser sein. Ist schon ein bisschen abgenutzt. Trainer erfahren durch die Pokémon eine Wertschätzung des Lebens, finde ich jedenfalls. Ja, das kann sein. Ja, danke für die Review übrigens. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet viel lernen über meinen Switch-Pokémon-Controller. Ein Mensch? Welch ein seltener Anblick! Vielen Dank für deinen Besuch! Hier schenke ich dir einen Bandsticker! Du bist verbannt! Hau ab! Okay. Aber jetzt versteckt Geistattacken. Das könnte ich Traunfugil geben. Moment mal. Das Item, was Traunfugil hat, macht doch schon versteckte Geistattacken, oder nicht? Attacken von Typ Geist verstärkt. Ja. Und die Tafel? Hä? Wo ist denn die Spuktafel? Oder war das keine Spuktafel? Doch. Verstärkt Attacken von Typ Geist. Und der Bandsticker macht das gleiche. Oder wie? Nochmal. Verstärkt Attacken von Typ Geist? Warum sind die alle so komisch sortiert hier, ey? Was soll das? Ein fieser, unheimlicher Sticker, der Attacken von Typ Geist verstärkt. Es war das exakt gleiche, aber ich nehme mal den Bandsticker, weil die Tafeln, die würde ich ungern zum Tragen benutzen. Kann ich jetzt eigentlich irgendwas Schnurrgast geben? Verlangt die Dauer von Lichtschildreflektor? Nee. Stärkt Attacken von Typ Elektro. Das vielleicht. Aber mal gucken. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich verwende das Itemradar meines Pockets, um nach Dingen zu suchen, die unter dem Schnee verborgen liegen. Ja, dieser Stein, der Fels, ist mit Eis überzogen. Besser nicht berühren, wenn du nicht daran festfrieren willst. An diesem Stein kann man ein Evoli zu Glaciola entwickeln, meine ich. Weil es gibt hier keine Eissteine. Und ja, dann kann man Glaciola haben. Polypoba war so ein Mossstein irgendwo in dem Wald. Ja, ich meine, so war das. Hi, was geht? Um meine Gewandtheit zu verbessern, trage ich nur leichte Kleidung. Krass. Er trägt nur leichte Kleidung. Obwohl es so bitterkalt ist. Wie hält er das aus, ey? Der muss ja wirklich einen brennenden Körper haben, damit er das hier aushält. Ich habe ihn nicht geheilt, oder?
Ich habe wieder nicht geheilt. Was ist los mit mir? Der wird mich jetzt killen, oder? Nee, okay, gut. Warum heul ich nicht? Was mache ich? Aufwachen! Muss heilen! Muss meine Pokémon heilen? Ja, du wirst getroffen, Glimunke. Aha. Was? Die Traunvogel denkt an den Tag zurück, als wir uns kennengelernt haben. Nett. Und sehr süß. Keine Sorge, Traunvogel. Du wirst dich bald noch entwickeln. Keine Sorge. Ich weiß, es dauerte lange, aber leider ist das halt so. Kann da nichts gegen ändern, das ist immer so bei dir, Traunvogel. Du bist aber jetzt schon fast Level 50. Also, so lange habe ich auch nicht gewusst, aber ist anscheinend so. Anscheinend ist das so. Aber Leute, ich kann euch sagen, in den nächsten Parts wird es soweit sein. Da wird es dann soweit sein, dass sich Traumvogel entwickelt. War es das? Nee, dann noch ein Onyx. Ein Onyx hat er noch. Seit Anfang des Spiels sehen wir Onyx und jetzt am Ende des... Ja, was heißt Ende des Spiels? Sagen wir relativ Richtung Ende des Spiels sehen wir es immer noch. Noch nicht ganz am Ende. Wir haben ja noch 6 von 8 Orden. Also 2 Orden fehlen ja noch. Das dauert noch ein bisschen. Ein bisschen dauert es noch, aber nicht mehr so lange. Vor allem, Robustheit bringt hier in diesem Gebiet einfach rein gar nichts. Außer halt, dass sie mich noch einmal angreifen können. Aber die überleben das halt nicht. Wegen dem Hagel überleben sie es nicht. So dumm. Hachi! Also, das ist so kalt, ne? Hast du deine Cool verloren? Ich sollte mir zu Hause vielleicht doch etwas Wärmeres anziehen. Ferne Idee, ja. 217. See der Stärke, wir sind gleich da. Hier oben ist es irgendwo. Nein, ich wollte heilen! Ich hab gerade dran gedacht. Was gibt es denn? Du möchtest einen Pokémon-Kampf? Ja, aber gleich, bitte. Ich wollte noch heilen. Nein!